Hallo liebe Leute, herzlich willkommen bei unserem Protest-Treff. Elsenbrücke für alle, 100 stoppen. Wir fangen jetzt an mit unserem ersten Redebeitrag und ich freue mich, euch vorstellen zu können, Heidi Dubeck. Sie ist Mitglied bei uns im Aktionsbündnis 100 stoppen, von Beruf Physikerin, und sie ist seit 5 Jahren beim Aktionsbündnis 100 stoppen aktiv. Raves wie heute sind für sie eine ganz neue Erfahrung. Bitte Heidi. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Geht es euch gut? Ja! Unser Schlachtruf heute, hopp, 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 A100 stopp, bitte alle mal, hopp, 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 A100 stopp, hopp, A100 stopp, A100 stopp. So, es geht weiter. Heute helfen wir. Wir vom Aktionsbündnis 100 stoppen fordern Elsenbrücke für alle. Kein weiter Bau der 100 vom Treptower Park bis zur Storkower Straße. Keine 100 Brücke über die Spree. Der Treptower Park darf nicht abgehängt werden. Keine weitere Vernichtung von Wohnhäusern und Zerstörung von Wohnkiezen. And last but not least, Erhalt der Clubs als wichtiges Kulturgut der Stadt. No highway through paradise. In den 50er, 60er Jahren wurde begonnen, im Westteil der Stadt die 100 zu bauen. Für eine autogerechte Stadt. Viele fanden das damals gut. Auch, dass die Straßenbahn abgeschafft wurde. Mit fatalen Folgen, wie wir wissen. Extrem hohe Emissionen, Lärm, gesundheitliche Beeinträchtigungen, Betonwüste und so weiter. Auf der 100 fahren täglich ca. 200.000 Autos quer durch die Stadt, quer durch Wohngebiete. Es ist eine der meistbefahrenen Autobahnabschnitte Deutschlands, quer durch Berlin, mit viel Stau. Die Zeiten einer autogerechten Stadt sind aber vorbei. Trotzdem soll weitergebaut werden. Gleich nach der Wende wurden die uralten Planungen für den Ostteil der Stadt aus der Schublade geholt. Neue Konzepte, Alternativen, Fehlanzeige. Die 100 Richtung Dresden wurde 2008 fertig. Der Abschnitt der 100 von der Köln bis Treptower Park, gleich hier, ist im Bau und soll 2022 fertig werden. Die Planung für den letzten Abschnitt vom Treptower Park bis zur Storkower Straße liegen zurzeit auf Eis. Dieser Autobahnwahnsinn muss endlich aufhören. Keine neuen Autobahnabschnitte mehr. Es reicht. Berlin braucht das nicht. Ganz im Gegenteil. Es muss begonnen werden, die fürchterlichen Fehlentwicklungen der letzten Jahrzehnte zu korrigieren. Damals wurden ganze Wohnkieze gnadenlos und rücksichtslos zerfurcht und getrennt. Das alles darf sich nicht noch einmal wiederholen. Nicht im 21. Jahrhundert, nicht im Hinblick auf die veränderte Mobilität, Klimawandel, Dieselskandal und so weiter. Stoppen wir den Autobahnwahnsinn für mehr Lebensqualität.
Und noch einmal unser Schlachtruf. Macht alle lautstark mit. Hopp, hopp, hopp. A100, stopp. Hopp, hopp, hopp. A100, stopp. Hopp, hopp, hopp. A100, stopp. Tanzen wir nun für Elsenbrücke für alle. Danke, Heidi. Und jetzt demonstrieren wir weiter musikalisch. Ich freue mich, dass heute Rodman bei uns ist. Er ist der DJ, Resident DJ im About Blank und Produzent. Und er sagt, weil diese Autobahn ein veraltetes Dinosaurierprojekt ist und es nicht gehen kann, dass Club- und Kulturprojekte, in denen viele Menschen ihre zweite Familie gefunden haben, Platz für ein Mobilitätskonzept machen, das eben diese Menschen komplett ausschließt und die Projekte platt macht. Eine Autobahnraststätte About Blank ist nur in der Theorie witzig. Bitte schön, Rodman. Applaus!